Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Dretsch lernt unser Fischer endlich mal jemanden kennen, der einen handfesten Plan gegen die Schrecken der Tiefe hat. Los geht's! Regen am Morgen, da kann der Tag nur besser werden, wobei ich glaube, diesen kühnen Spruch werde ich gleich zurückziehen. Wir haben in der Mitte hier das Relikt, aber das schieben wir ein bisschen vor uns her. Wir tuckern mal außen rundherum. Ne? Schauen uns mal an, was wir von außen hier sehen können. Der Rachen der Tiefe hat schon wieder was geangelt, das ist mir aber egal. Vielleicht schaffe ich ja an diesem Tag eine Umfahrung dieser Inselgruppe. Angeln würde ich auch erstmal gar nicht so viel. Mich dürstet es eher nach Wracks und nach Schätzen, Quests, Begegnungen dergleichen. Nicht reinfahren. Drumherum. Was ist das eigentlich? Sieht so unbekannt aus. Mal kurz checken. Ach, das ist der Tarpon wieder. Ah ja. Und die Esche. Also bis jetzt habe ich außen nichts gesehen, was mein Interesse weckt. Das ist, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Das ist ein Flugzeug, das ist anders. Das ist ein ne? Ah, guck mal, da drin ist was. Naja, das will ich mir dann doch holen. Oh Mann! Du und dein Wendekreis, echt! Oh. Das ist keine gute Idee. Dretschen dauert lange, dann bin ich wieder nachts hier drin. Oh, da ist der. Der Schrein. Lass mich mal gucken, was da ist. Vielleicht ist das ja sogar wichtiger. Ein unförmiger Felsblock mit einer kleinen Plattform an der Basis. Die eingemeißelten Gestalten deformierter Fische sind nur schwer zu erkennen. Ach, ich muss das ganze Ding mit deformierten, also anormalen Fischen auslegen. Das wird aber nicht leicht. Wo ist das? Da oben. Also jede Anomalie, die ich fische, muss ich jetzt da reinkippen. Wo ist denn das Flugzeug da hinten? Ja, ist wieder diese komische gelbe Eiterpustel, die da aus dem Wasser aufsteigt. Gell? Was ist hier? Ein Mörsergestell. Der metallene Sockel und das Gestell eines tragbaren Mörsers. Nur leicht verrostet. Es ist noch nicht Nacht und ich wünschte, ich wäre jenseits dieser Sandbank hier. Muss ja eigentlich nur... Was leuchtet da hinten so? Das gucken wir uns irgendwann später mal an. Bei nächster Gelegenheit links rum und dann... bin ich doch wieder auf offener See, oder? Naja, so offen wie die See hier halt sein kann. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Egal was da rührt, nicht umdrehen. Boah, ey, das ist ja noch weit. Ich müsste eigentlich geradeaus durchfahren. Nein, keine Chance. Bei dem Licht ist es natürlich auch schwer, hier was zu sehen. Ich konzentriere mich dann nur auf die absolute Außenkante.
Ja, komm, Panik. Kann ich gerade nicht gebrauchen, dieses Wispern. Auf die absolute Außenkante. Oh, hier kann ich ja vielleicht anlegen, oder? Okay, hier kann ich schlafen. Das machen wir auch erstmal. In aller Ruhe. Und am nächsten Morgen gucken wir uns das hier an. Das Lager. Komm, lass mich Edelstahl finden. Du siehst ein Lager. Es ist voller Edelstahl. Ein paar alte Fische hängen an einem Spieß über einem Feuer, das nie entzündet wurde. Am Fuße eines Baumes in der Nähe liegt ein Haufen Stoff. Die Fische am Spieß genauer betrachten. Verrottete Fische hängen von dem Spieß. Das Feuer darunter war schon vorbereitet. Sieht nach einem überstürzten Aufbruch aus. Und ich möchte mir die Stoffbündel näher anschauen. Am Fuße eines Baumes liegt ein Stoffbündel. Jemand hat hier geschlafen. Der Stoff ist übersät mit Baumrindenstückchen. In den Stamm darüber wurden Symbole geritzt. Es gibt drei unterschiedliche Gruppen von Symbolen. Erste Gruppe. Unter einer Welle siehst du ein Buchsymbol und einen nach oben weisenden Pfeil. Über allem hängt eine Wolke. Fünf merkwürdige Symbole zieren die Ecken eines Pentagramms. In der Mitte liegt eine menschliche Gestalt. Und? Auf einer Welle sitzt ein Buchsymbol. Vom Buch aus weist ein Pfeil nach unten durch die Welle hindurch. Puh. Oh, gar kein Loot, ist ja langweilig. Schade. Aber immerhin, hier kann man schlafen. Nee, ich will da jetzt nicht reinfahren. Ich will ja absichtlich die Außenkante mir angucken. Mir ist schon klar, dass da drin noch viel zu entdecken gibt. Aber immer schön systematisch. Was würde man jetzt... Ah, das ist diese kleine Insel, verstehe. Und das da hinten ist schon wieder der Ponton. Genau. Ja, ich... Na komm, nee, ich muss das nichts reparieren. Wir gucken uns mal diese Nachbarinselgruppe hier an, weil ich gerade schon hier so nah dran bin. Naja, hier. Die ganzen Flugzeuge. Was ist denn das? Es sind Erkennungsmarken. Ein paar Erkennungsmarken. Ein Name, eine Nummer und eine Adresse sind in doppelter Ausfertigung aufgedruckt. Ja, aber eher eingestanzt. Ja, das Flugzeug selber kann ich aber nicht näher untersuchen. Schade. Um die Ecke ist vielleicht nochmal eins. Oh, da ist ein Schiffswrack. Ach komm, lass mich bitte Edelstahl finden. Oder was kann ich hier bergen? Ein Forschungsteil ist aber auch wichtig. Sehr gut. Der Tag ist vielversprechend. Hier. Oh nein, nicht du schon wieder. Jetzt gib mir doch einfach mal Edelstahl. Ey, diese Viecher nerven. So, das Inselchen hat nichts mehr dabei. Und das hintere Ufer hier. Nicht, dass da wieder einer sitzt irgendwo. Wir haben aber wirklich lange keinen Wrack mehr gefunden. So ein Schiffswrack, die haben wir früher an jedem zweiten Felsen gehabt und jetzt schon seit längerer Zeit überhaupt gar keins mehr. Das ist auffällig. Ja, Holz und so. Ey, ich stehe kurz davor aufzugeben und mir dieses Edelstahl zu kaufen. Aber kurz danach finde ich dann was. Nee, machen wir nicht.
Wir gucken in der Mitte vom, ne? Vom Dings. Von dieser Inselgruppe. Oh, diese. Boah, Hilfe, ist ja furchtbar. Oh! Das ist aber alles nichts Anormales. Es gibt auch keine anormalen Krabben. Ja, schön. Das kriege ich ja alles nie mal mit. Ja, gut, dem. Darum geht's da nicht. Also dieser scheiß Schaden, ey. Tja. Der Schaden verhindert, dass wir diesen Pfeilschwanz-Games mitnehmen können. Das geht alles nicht. Funktioniert nicht. Okay, gib mir bitte den Fischmarkt. Gib mir bitte die Werft. Ich repariere das alles. Und dann... Ja, gute Nacht. So, außen rum war nicht so wahnsinnig viel los. Was ist denn, wenn man da quer durchfährt? Es ist jetzt schon Tag, ja? Was ist das denn für eine Guillotine? Was bist du für ein komisches Ding? Was tut das hier? Ist da irgendein Mechanismus? So eine Falle, oder? Vielleicht muss ich die in Gang setzen. Ach so. Ich könnte die Fahrradhändlerin natürlich auch über den das Ding hier befragen. Das sollte ich mal machen, damit ich was erfahre. Das kostet jetzt zwar wieder unnötig Zeit, aber ist wahrscheinlich eine gute Idee. Hier. Was kannst du mir über Windstrang erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Du kannst mir über nichts viel erzählen. Ich bin nur einmal dort gewesen. Ach so, Windstrang ist ein Ort hier irgendwo. Aha. Ich bin in diese Lagune da gefahren und habe gesehen, dass man nach links, rechts oder geradeaus weiter kann. Na, und dann? Etwas dort war unheimlich. Durch den Nebel sah es so aus, als würden die Bäume sich bewegen. Ich kann es nicht erklären. Ich wendete und fuhr zurück. Ich nutze diesen Ort manchmal, um mich ein paar Tage auszuruhen. Durch den Nebel wirken die Sonnenaufgänge immer besonders dramatisch. Natürlich mache ich hier keine guten Geschäfte. Ja. Deine Geschäfte ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Also es scheint hier einen Ort namens Windstrang zu geben, der wohl etwas tiefer drinnen ist. Ja, fahren wir mal geradeaus. Aber wenn man weit genug weg ist, dann tut es erstmal nichts. Noch ein. Dazu ist eine Flaschenpost. Noch ein. Ach, das ist was. Okay, guckt nur. Ist das Windstrang? Nee, das ist einer, auf dem ich. Oh, der hat seinen Arm schon verloren. Ein großer Mann beobachtet dich durch den aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz und steht auf, als du ankommst. Fremder! Ist ein Flieger. Oh, ein Abgestürzter, verstehe. Nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hast du schon Bekanntschaft mit den hiesigen Bösewichten gemacht. Setz dich doch. Du setzt dich zu ihm ans Feuer. Ich versuche, sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben. Seit wir hier abgestürzt sind. Die Jungs haben sie Geistfresser genannt, weil sie einem den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen und Dinge tun. Ich möchte dich bitten, mich von hier wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader gerecht habe. Was ist passiert? Einige von uns stürzten im Nebel ab, krachten in Baumkronen oder fielen ins Wasser. Jene, die überlebten, sammelten sich hier unter der Krone dieses großen Baums.
Doch er bot uns nur dürftigen Schutz. Bevor Hilfe kommen konnte, schwand unsere Zahl, dezimiert durch Feinde und durch den Wald selbst. Ich habe in all den Jahren schon jede Menge Möchtegern-Helden kennengelernt, doch keiner wollte mir helfen. Bist du etwa anders? Ich kann dir helfen. Aha. Ich dachte mir schon, dass du der Richtige bist. Du hast das gewisse Etwas. Hör mir zu. Zuerst müssen wir die verstreuten Teile des Mörsers meines Geschwaders finden. Damit können wir den Bestien dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flugzeuge abgestürzt. Ich markiere dir die Absturzstellen auf der Karte. Dann kannst du nachsehen, was dort zu holen ist. Hm? Okay, also die Mörserteile habe ich offenbar schon gefunden. Dann... Ah, wir plaudern erstmal ein bisschen. Erzähl mir etwas über diese Geistfresser. Teuflische Kreaturen, durch und durch. Sie verfolgen einen entlang der Wasserwege, um dann plötzlich aufzutauchen und ihr grässliches Lied anzustimmen. Beim ersten Mal erschienen mir die Schatten meiner Kameraden. Sie griffen nach mir. Es war wie ein Fiebertraum. Als ich endlich wieder zu mir kam, war ich mit blutigen Kratzern übersät. Sie müssen mich durchs Unterholz gejagt haben. Seither versuche ich, dem Feind, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen. Sie scheinen vor allem auf Bewegung zu reagieren, also sei vorsichtig. Ich habe keine Ahnung, was der meint, was Geisterfresser sind. Oder Geistfresser. Gibt es hier in der Gegend Schiffswracks? Schiffswracks? Nein. Alles, was hier endet, wird schnell vom Schlamm verschluckt. Wie willst du deine Kameraden ehren? Ich habe ein paar ihrer Erkennungsmarken hinter mir im Baum aufgehängt. Das erschien mir recht passend. Aber ich habe nur die Erkennungsmarken derer, die ich... Ich habe nicht alle Leichen gefunden. Solltest du zufällig über die noch fehlenden Erkennungsmarken stolpern, würde ich sie gerne zu denen ihrer Kameraden hängen. Ich habe hier eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Hier, nimm das. Auf Treu und Glauben. Für jede Erkennungsmarke, die du mir bringst, bekommst du mehr davon. Okay, das ist nochmal ein Geschäft. Ich habe einige Erkennungsmarken gefunden. Lass mich sehen. Hier, guck. Ich danke dir. Ich werde sie an den Baum hängen. Und hier deine Belohnung. Das läuft. Ich habe Teile des Mörsers gefunden. Das Mördergestell haben wir aus dem Inventar entfernt. Du hast eine Komponente gefunden, aber ein Teil fehlt noch. Wir haben es fast geschafft. Such weiter. Das ist das Ding, was ich im Lager habe, oder? Okay. Ja, ich finde den Gedanken, hier um mich zu schießen, eigentlich sehr, sehr beruhigend, wenn ich ehrlich sein soll. Komm, wir fahren hier unten drunter durch. Warum? Weil wir es können. Ach, das können wir wegsprengen hier. Ah, verstehe. Ich habe ja seit Ewigkeit schon eine Sprengladung dabei, die endlich mal benutzt werden kann. Dann gucke ich mal hier rein. Zerfetterte Quittung. Goldschmidt und Sohn, Nummer 27, Kleinmark, 22. September 1926. Die Summe von $50 und 0 Cent für eine silberne Halskette mit Smaragden in silberner Fassung erhalten. Bemerkung, weitere $3 für eine Gravur auf der Rückseite der Fassung veranschlagt. Kunde will morgen wiederkommen und das Schmuckstück abholen. Der Text der Gravur lautet, für J, meinen leuchtenden Stern. Verstehe gar nichts. Ach so, wir haben doch mal vor Ewigkeiten so eine Nachricht hier gefunden. Hier, oder? Das da. Es ist schon so viel passiert seither, aber ich kann mir daraus noch, darauf noch gar keinen Reim machen. Überhaupt keine Idee. Gut. Ich würde gerne den Mörser zu ihm transportieren.
Was ist das? Nur mal kurz checken. Oh, das ist was, was ich haben will. Ein kaputtes Monokel. Fischmarkt. Verkaufen. Okay. Das brauchen wir jetzt. Ich werde auch gleich mal hier die Forschung weiter vorantreiben. Das Ding habe ich jetzt quasi im Sack. Was ist das? Ein Zwillingspropellermotor. Den gibt's ja jetzt am... Nee, da gibt's den nicht. Den gibt's dort. Ja, der könnte diese beiden hier ersetzen. Komm. Na, machen wir, oder? Also die beiden haben... 31,6 Knoten. Und der macht mehr. Mhm. Dann will ich den haben. Die beiden machen... 18 sind mehr als das Ding. Also, verkaufen. Verkaufen. Nee. Nein, 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 nein. Das will ich doch gar nicht. Das will ich. Und einbauen. So. Danke. Schlafen. Jetzt habe ich ja gelernt, dass es hier in der... Mensch, ist immer falsch. In dem Inselgewirr hier ein paar Engstellen geben kann. Deswegen kaufe ich den nächsten hohlen Backenzahn. Oh, hier gibt es eine Anomalie. Das ist wichtig. Ach, jetzt komm schon. Da ist sie. Okay. Na, das ist natürlich eine kleine Anomalie. Das, ja, bringt uns nicht gut voran. Aber vielleicht kann ich mit einem Mörser... Oh, muss ich eigentlich lang? Ich muss da lang. Vielleicht kann ich mit einem Mörser größere Anomalien fischen oder erzeugen. So, der Flieger, so heißt er. Warte mal kurz, ich will einmal schauen, wie die Quest heißt, bevor ich sie möglicherweise abschließe. Missionen. Das bittere Ende heißt das Ding. Beschaffe die Mörserteile, Gestell und das Rohr. Ja, mhm. Also Flieger. Ich habe einen Teil des Mörsers und da haben wir ihn. Richtig. Das ist alles. Während ich den Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten Phase des Plans beginnen. Wahrscheinlich sind dir in den Lagunen die Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfresser aufgestellt habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dorthin locken. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit dem neuen Mörser den Gar ausmachen. Und das war's dann. Keine Albträume mehr. Ich markiere die Standpunkte der Fallen auf einer Karte. Verstanden? Wie locke ich die Geistfresser in die Falle? Sie werden von ganz speziellen Ködern angelockt. Einmal mehr wird uns deine Expertise als Fischer von Nutzen sein. Hast du alles? Was soll ich denn haben? Wie hast du diese Fallen gebaut? Mit Geduld. Diese Kreaturen scheinen nur auf Bewegung zu reagieren. Also erstarrte ich, wann immer eines in meine Nähe kam.
Ist es sicher? Natürlich nicht. Ich verstehe. Wie geht es nun weiter? Wir müssen 3 spezielle Köder aus verschiedenen Fischkombinationen herstellen. Den ersten besprechen. Für diese Art von Köder benötigt man 3 Fische aus der Gegend. Guck mal, 2 davon habe ich. Also sind sogar identisch. Das ist so ein komischer Hecht. Ja. Mhm. Ja, ich weiß, dass du nicht alles hast. Zur Erinnerung, ich will gleich aus. Also, diesen hechtigen Hecht müssen wir noch sammeln. Aber erstmal würde ich gerne... Oh, den Rumpf beschädigen. Dann würde ich gerne mal einen Weg quer durchfinden. Zu dem Schrein. Um die erste Anomalie da reinzupacken. Und... Oh, da ist die nächste. Die fische ich gleich auch noch. Ah, das ist sogar genau der, den ich sowieso brauche. Hallo! Konzentration! Oh, man soll es gar nicht probieren. 15 Uhr. Anomalie, hallo? Na bitte. Es ist ein Klauenfinnenknochenhecht. Aus den Flossen ragen hässliche lange Krallen, die zittern und sich zusammenziehen wie eine zugreifende Hand. Oh je. Es ist 16 Uhr. Ich fahre außenrum. Wenn ich jetzt hier nachts durchfahre, das kann nicht gut gehen. Wenn ich außenrum fahre, habe ich eine Chance, den Schrein wiederzufinden. Wo auch immer der war. Ich wollte es mir merken, aber das ist nicht so gut gelungen. Ich weiß noch, er war ungefähr diagonal auf der anderen Seite, wenn man vom klapprigen Ponton ausgeht. Da ist immer noch ein Stück entfernt. So. So langsam. Noch eine Anomalie. Sehr schön. Komm, lass mich in Ruhe. Das Gewisper lässt sich nicht vertreiben von dem Bann. Komm, also, nee. 2-mal Gewisper an einer kleinen Anomalie und das Auge dreht schon durch. Das war ein ganz schlechter Deal. Jetzt kriege ich gleich alle möglichen Defekte. Ja, genau sowas. Ey, komm, lass mich in Ruhe. Ich weiß auch nicht mehr, wo der Schrein ist. Okay, hier anlegen. Einfach starten. So. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wo der Schrein war. Das habe ich mir null gemerkt. Ich habe mir nur gemerkt, einmal quer durch. Einmal quer durch.
Kann ich hier Erkennungsmarken fischen oder was kann ich hier machen? Was gibt's denn hier? Ja, komm! Das Wrack eines alten Kampfflugzeugs liegt tief im Sand vergraben. Du ziehst es näher heran. Sieh hinein. Ach, auch hier kein Edelstahl. Äußerst schade. Ich glaube, ich finde den Schrei nie wieder. Dass man sich nicht selber eine Markierung auf der Karte setzen kann, das ist ja furchtbar. Ich habe den echt vergessen. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Aber dann ist es halt so. Kannst dich ändern. Irgendwann werde ich ihn wieder finden. Ah, da habe ich schon ein bisschen gewartet. Das ist jetzt was? An die Grenzen gehen Schiffsmotoren. Da werden ein paar echt extreme Gasgebetechniken beschrieben, die ich an einem windstillen Tag mal ausprobieren muss. Klingt irrwitzig, könnte aber tatsächlich funktionieren. Angenehm lockerer Schreibstil. Motoren bringen 7,5% mehr Geschwindigkeit als angegeben. Ah. Gut, das haben wir ja jetzt erst. Schneller sein, hurra! So, ist dieser komische Hecht noch gut? Der ist total verrottet. Ey, es ist doch alles scheiße mit der Zeit hier. Riffbarsch. Nee. Knochenhecht, nicht brauche ich. Da war irgendeine Errungenschaft wahrscheinlich zum Fernrohr benutzen. Was genau machst du da? Du verursachst gerade jede Menge Stress bei mir. Das sind die Geistfresser. Jetzt verstehe ich, was er meinte. Wenn man denen zu nahe kommt, dann saugen die einem die Klarheit aus der Birne. Mit dem Auge, das ich da oben habe, fahre ich jetzt nicht kurz vor Einbruch der Nacht in diesen Sumpf. Nee. So, ich darf diese Anomalie nicht verkaufen, für den Fall, dass ich jemals wieder diesen Schrein finde. Ist das alles gerade total uncool? Also, erstmal reparieren. Dann Forschungsteile ausgeben, 3 Stück. Der ist da und dann ist das hier auch weg. Schön. Dann würde ich hier gerne schlafen, weil das Auge, ihr seht es ja selber. Und dann geht's mit gechilltem blauem Auge hier an die Knochenhechtfischerei. Ist sogar einer mit Anomalie. Ach, die halten's ja alles nicht ewig. Das ist ja furchtbar. Ich recherchiere gleich, wo dieser Schrein war.
Ich habe ihn doch schon gefunden. Ich will jetzt diesen Hecht da reinwerfen. Aber erst will ich hier den Mörser fertig haben. Also den Köder, der Mörser ist ja fertig. Flieger. Achso, Erkennungsmarker. Genau, machen wir das mal als zuerst. Gut. Bestückung der Falle. Da. Das sollte klappen. Ich mische die einfach hier drin. Bestücke damit die Falle und suche dann das Weite. Wenn die Fallen zuschnappen, dann feuere ich mit dem Mörser drauf und bringe mir auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass das Ding wirklich tot ist, klar? Stechend stinkender Köder, übel riechende Mixtur aus Fisch und noch etwas anderem. Der Flieger sagt, das soll die Biester in Windstrang anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Ich will mal wissen, was der zweite Köder alles braucht. Ja, dieser komische Wels und dieser normale Fisch. Ja, krieg ich hin. Ja, ich möchte hier bitte raus. So. Okay. Tja. Er muss mal kurz gucken, wo dieser Schrein war. Okay, bin im Bilde. Wir sind jetzt gerade in der Mitte sogar, so ziemlich. Und der Schrein ist irgendwo hier. Dann können wir das ja alles irgendwie miteinander verbinden. Eigentlich eher nach rechts. So, hier geradeaus, da ist irgendwo dieser Schrein. Da ist er, Mensch. Das habe ich eigentlich nie wieder gefunden. Ja, komm, hier. Das ist schon mal einen. Die Wellen schwappen bis auf die Plattform, auf der du die Anomalie abgelegt hast. Als das Wasser damit in Kontakt kommt, ertönt ein summendes Geräusch. Das zuvor so stille Wasser beginnt zu brodeln und überspült den Fisch. Ach, das war's schon? Ach, ich musste da nur einen reintun. Ach so! Ach so! Als sich das Wasser kurze Zeit später wieder beruhigt hat, liegt etwas anderes auf der Plattform. Ich dachte, ich muss dieses ganze Feld voll machen mit Anomalien. Was ist das? Moment, was ist das? Eine Angel. Ja. Okay, sie kann sogar Aßmanns Lager. Das muss ich mal in Ruhe vergleichen. Okay. Jetzt würde ich gerne diesen ersten Eiter-Tentakel in die Luft jagen. War ich hier schon? Nein. Im Rumpf eine weitere Erkennungsmarke, ein weiterer Schuh und eine kaputte Brille. Kennen wir alles schon. Okay, gut. Da die Episode schon sehr lang ist, gucke ich jetzt ohne Motorschaden einfach nur zum nächsten Ponton. So. Donk. Und dann wird hier die Episode beendet und
Weiter mit der in die Luft Sprengung des ersten Geistfressers geht's im nächsten Teil. Bis dahin!